The best way to relax after a hard day's work is to get an ice cold beer and watch Crownie's new Counter-Strike video. Cheers, everybody. Don't forget to subscribe and hit that like button. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprungspritzer. Crownie ist am Start und ja, hier ist alles neu. Wir sind hier auf g4skins.com und Promocode ist natürlich Crownie, wenn ihr das hier mal testen wollt, aber natürlich nur mit Kohle übrig habt und erst, wenn ihr 18 seid. Ansonsten werden wir jetzt hier auf jeden Fall mal ein paar Cases aufmachen. Wir schauen uns die Seite an. Ich habe sie extra davor noch nicht angeguckt. Ja, ich war heute auch beim 1. Mai. Schreibt auch gerne rein, was ihr am 1. Mai so getrieben habt. So, wir gucken mal. Cases, Kämpfe gibt es auch. Wir machen aber erstmal ein paar normale Cases auf. So. Okay, Catch, Gotcha, da. Ich finde das Design aber cool, ne? Dass das hier einfach nicht irgendwelche Hampelmänner sind, sondern einfach nur CS-Go-Skins. Holy moly. Wahrscheinlich wieder so 1%. Boah, 0,5% auf die Hole. Wir öffnen es trotzdem mal. Einfach mal gucken, auch was die Öffnung sagt. Geiler Sound. Coole Öffnung. Schön angeteasert zwischen den zwei Dingern. Und einen 10-Cent-Skin bekommen. So soll es sein. Wir probieren es nochmal. Wäre natürlich cool. Zweite Kiste. Direkt zum Pin. Die Hole sehe ich jetzt hier eher als relativ unrealistisch. Ja gut, wird wahrscheinlich nichts. Wir gucken weiter. Luxury Knife, Glaskiste. Boah, hier gibt es schon teure Kisten, Alter. Muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Gotcha Case, probieren wir mal zwischendurch. Will natürlich nachher auch noch die Kämpfe austesten und auch das Trade-Up. Jaguar, FN könnte. Baby. Schmeckt. Bin hier auch direkt Level 14. Muss man nachher mal gucken, was man mit den Levels machen kann. Knife Case, nö. AK Cases finde ich immer ganz geil. Komm, wir gucken mal, dass wir hier 5 auf einmal aufmachen. Zack, rein da. 25, wir bleiben aber ganz oben. Lassen uns bei den letzten 2 überraschen, was rauskommt. Boah, die Case Hardnet wäre sick gewesen. Vulcan wäre sick gewesen. So haben wir. Cool, es wird auch hier Minus, wird ausgekraut. Und Profit wird hier angemalt. Finde ich auch cool, muss ich sagen. Nicht angemalt, sondern grün angekreist. Ihr habt ja gesehen, was ich meine. Howard Case machen wir auch noch 3-mal auf. Für den Onze. Der liebt diese Kiste. Die gute, alle Covered Case. Oh, schade. Empress wäre natürlich sick gewesen. Einmal Profit gemacht. Das finde ich echt cool, dass das hier angezeigt wird. Also echt schöne Seite bis jetzt, muss ich sagen. Sehr, sehr schöne Seite. Könnt ihr auch mal reinschreiben, wie ihr die Seite findet. Wir machen jetzt noch ordentliches Case Opening Battle. Währenddessen erzähle ich euch, was ich so getrieben habe am 1. Mai. Und zwar haben wir uns mit Freunden getroffen, die auch ein Kind haben. Das Kind von denen ist leider so ein bisschen aggressiv unterwegs und unsere Kinder mögen das Kind gar nicht. Deswegen habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir da die Kinder mehr oder minder dann mitziehen und die dann halt nicht so Spaß haben. Aber wir können auch nicht nur mit den Freunden von den Kindern rumhängen, weil die Eltern von denen mag ich dann wiederum nicht oder meine Frau nicht oder wie auch immer. Deswegen muss man da immer so einen Mix machen. Diese Woche war es ein bisschen viel, muss man sagen, was die Kinder haben machen müssen, sollen oder wie auch immer. Dafür gibt es andere Wochen, da tun wir dann alles nur nach den Kindern richten. Ich denke, muss man einfach einen guten Mix finden. Ja, auf jeden Fall waren wir mit denen eine Wanderung machen. Wir sind, glaube ich, knapp eine Stunde gelaufen zu so einem Grillplatz, wo dann auch noch ganz viele andere Familien waren, auch noch einige, die wir kannten. War eigentlich ganz cool. Der Kollege, wo da mit dabei war, der hat einen Lotus-Grill gehabt. Absolut geiles Ding. Das ist so ein runder Grill irgendwie. Und der spiegelt so innen drin. Und in der Mitte hast du so ein kleines, ja, zum Feuermann, zum Kohle reinmachen, so ein kleines Behältnis für Kohle. Machst die Brennpaste rein, Kohle drüber, stellst das in die Mitte. Und das Ding war innerhalb von 5 Minuten warm und wir konnten unsere Würstchen grillen. Also das war wirklich schon ein sehr edles Teil, muss ich sagen. Das wollte ich mir jetzt auch kaufen, weil wir nach Italien fahren. Und da würde ich natürlich auch gerne grillen. Aber ja, das Ding kostet leider. So, das Case Opening Battle machen wir noch. Danach geht's weiter. Machen wir Bots hinzufügen. Auch cool, ein Knopf. Und dann kommen die Bots daran. Ist gar nicht schlecht. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir die Seite sehr gut. Ja, deswegen so ein Lotus Grill hätte ich super gerne mitgenommen. Absolut geil. Innerhalb von 5 Minuten war das Ding warm. Wir konnten unsere Würstchen drauf grillen. In der Mitte hat es extra so ein Fältchen nochmal für Steaks und so weiter. Sehr, sehr geil. Wirklich edel. Hallo? Warum gibt es hier keinen Sound? Ah, der Sound ist oben aus. Machen wir mal an und schauen. Ah ja, besser ist. Ja, hätte ich mir super gerne gekauft. Vielleicht frage ich ihn, ob wir ihn ausleihen dürfen für Italien, weil, ja, weiß nicht, 160 € jetzt für einen Grill ausgeben.
Keine Ahnung. Fühle ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Muss mal gucken, wenn man jetzt öfters campen geht und so und sagt, hey, man nimmt den Grill echt öfters mit und benutzt ihn auch, dann kein Thema. Aber ansonsten zu Hause haben wir so einen Weber-Grill. Wir haben einen Pizzaofen von Oni. Dann haben wir zu Hause noch einen Grill, wo man, wie nennt man den nochmal? So ein Gasgrill, was eigentlich so eine riesen Platte ist. Und dann kannst du zu mehreren Leuten ringsrum stellen und jeder grillt so sein Ding selber. Wie so eine riesen Pfanne für draußen. Genau, deswegen sind wir da eigentlich ausgerüstet und bräuchten den wirklich nur für unterwegs. Da weiß ich auch noch nicht, ob es denn nicht auch so ein Tankstellengrill tut. Keine Ahnung, muss ich mir mal noch überlegen. Ein paar Tage habe ich ja noch, aber bald geht's los. Und ja. Aber ja, vielleicht hat einer von euch ja so einen Grill und kann den empfehlen. Ich weiß auch nicht, wie es damit sauber machen ist oder so, aber eigentlich müsste ja nur das Behältnis in der Mitte. Ja gut, das Zeug, was da runtertropft und so. Aber ich weiß es auch noch nicht, Freunde, ich sag's euch. Hauptsache, ich gewinne jetzt hier mal das Battle. Was ich hier doof finde, ist, dass nicht angezeigt wird, wer wie weit vorne ist. Einerseits gut, weil es spannend bleibt bis zum Rest, aber ja. Letzte Kiste. Gute alte Premium-Kiste. Oh, nee, haben wir verloren. Aber ist safe verloren. Okay, wird auch nicht hochgezählt, sondern direkt rausgehen. Okay, okay. Gut. Hä? Warte mal, was ist das jetzt? Bonuswert, Gesamtwert. Okay, $2. Na gut, in diesem Sinne, ich bedanke fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis zum nächsten Video. Ciao.